Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir uns heute einen neuen Auftrag suchen werden, da wir alles schon abgearbeitet haben. Robin, warum bist du denn so versteckt? Bist du etwas schüchtern bei der Arbeit? Das verstehe ich gut. Wir werden uns, wie gesagt, einen neuen Auftrag suchen. Wir werden uns um unseren Hof kümmern. Wir werden auch ein bisschen weiter planen am Hof, was wir alles so veranstalten werden. Sagen wir allen Tieren Hallo. Guten Morgen. Ihr habt mir auch geschrieben, das habe ich voll vergessen, dass die Enten ja auch schwimmen wollen. Und es ist hier kein Platz für die Enten. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir die Ente platzieren. Beziehungsweise, ob wir das hier noch irgendwie an die Seite machen können. Ihr habt mir geschrieben, hier drüben ist auch super viel Weideland. Hier ist eher Saatgutland, sehe ich. Also wir müssen mal schauen, wie wir das veranstalten, dass die Ente auch schwimmen kann. Das will ich auf gar keinen Fall nehmen. Wir müssen einfach mal gucken. Wir könnten noch ein Silo bauen langfristig. Weil wir wahrscheinlich sehr viele Tiere am Ende haben werden. Ich möchte auch einen reinen Schweinestall noch oder sowas. Das wäre auch cool für die ganzen Trüffel. Aber wir gucken mal. Eins nach dem anderen. Wir ernten mal hier den Mais. Dann gucken wir nach den Tieren. Beziehungsweise hier einmal nach Banana. Banana. Dann müssen wir eh bis zum Winter warten. Ich werde mit den größeren Umbauarbeiten auf jeden Fall warten, bis wir im Winter sind. Und wenn dann auch die Zeit haben, wir nichts mehr gießen müssen, dass hier alles erledigt ist. Das gefällt mir aber ganz gut hier mit dem Winkel, dass die unterschiedlich groß sind. Finde ich schön. Ich freue mich schon wieder richtig jetzt, so ein bisschen Landschaftsbau zu betreiben, ein bisschen umzubauen. Dann was hinzustellen, wieder woanders hinzustellen, weil es dann doch nicht passt. Das ist großartig. Okay, hier haben wir alles. Dann einmal hier rein mit dir, hier rein, hier rein. Euch verkaufe ich auch alle. Sehr gut. Ich freue mich auf den Schuppen. Ich freue mich auf so viel. Jetzt freue ich mich auch aufs Gießen. So ein bisschen. Ach ja, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen mit dem Weizen. Aber wird schon alles. Ich bin zuversichtlich. Oh, cool. Störleicht, dann können wir schon Kaviar machen. Das ist natürlich ganz cool. Das sieht schon schön aus. Doch, das hat sich gelohnt. Allein schon, wie cool das aussieht, hat sich das gelohnt. Ich darf jetzt nur keinen Fehler machen beim Gießen. Weil ich sehe, dass man kaum einen Unterschied sieht beim Weizen zwischen gegossenem Boden und ungegossenem Boden. Okay. Das kann doch knifflig werden. Die letzte Reihe mache ich am Ende. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, merke ich. Alter Mann, geht da kaum noch ein Unterschied. Es geht so schnell. Liebe Kinder, nehmt nichts aus der Jugend als selbstverständlich. Okay. Habe ich letztens gelesen. Als Kind musste ich immer um 21 Uhr ins Bett. Und ich habe mich gefreut, dass wenn ich erwachsen bin, ich wann immer ich will ins Bett gehen kann. Hat sich herausgestellt, ich will auch als Erwachsener erst um 21 Uhr, schon um 21 Uhr ins Bett. Ach ja, da war was Wahres dran. Guck, hier, den habe ich jetzt übersehen. Und es sieht einfach identisch aus. Hat mir keiner erzählt, also ich sehe natürlich einen kleinen Unterschied, aber es ist schon... Es minimalst. Krass. Das wird noch spannend. Den nächsten Tag. Vielleicht ist es aber schon besser, wenn er weitergewachsen ist. Dann ist der Unterschied vielleicht größer. Aber das ist okay, genug gemeckert. Hier die letzte Reihe machen wir so, weil wir klug sind. Tada! Okay, alles gegossen. Wir brauchen noch einen weiteren Apfel für das Gemeinschaftszentrum. Wir packen aber mal die Sachen hier rein, wo es hingehört. Zack. Zack. Zack.
Dein Haus sollte morgen fertig sein. Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Den Diamanten können wir verschenken. Hier schießen wir mal ein bisschen was ein. Hallo, Oscar. Oh, was hast du für mich? Käse! Direkt verkaufen. Das ist eine gute Katze, Oscar. Danke. Müssen hier aber echt mal ein bisschen Ordnung machen. Sieht hier alles sehr wild aus. Zack. Okay. Komm, dich verkaufe ich auch gerade. Los geht's. Wir gucken mal nach meinen Aufträgen. Ah, wir hatten ja noch den Sandfisch für Willi, aber das haben wir ja nicht gemacht. Ich habe schon wieder keine Energie mehr. Aber dieses Gießen. Anstrengend. Cool, hier ist was Neues. Hallo Robin hier. Kannst du mir 30 Stück Stein bringen und zwar frisch, also heute gesammelt, machen wir. Das ist doch ein schöner Auftrag. Der ist simpel. Das kriegen wir hin. Evelyn, einmal weggucken. Nein! Ich dachte, du bist schon um die Ecke. Mit jedem Jahr schätze ich die Jahreszeiten mehr und mehr. Für junge Leute ist es einfach, sie vergehen zu lassen. Das stimmt. Schock, das ist absolut fabelhaft. Du hast deine alte Dame sehr glücklich gemacht. Das freut mich. Wenn man sich schon nicht selbst glücklich machen kann, dann soll man es wenigstens bei anderen tun. Okay, hallo, ich suche einen großen Haufen Käferdärme. Ach, sollen wir das doch mal machen? 100 Stück sollten ausreichen. Ihr habt ja gemeint, das ist relativ easy. Ich habe nur vergessen, auf welcher Ebene ich rein muss. War das 10? Ich habe Ebene 10 reingehen. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Weißer Thun auf ein nicht mehr tragbares Niveau angewachsen. Ich brauche einen örtlichen Angler, der mir hilft, ihre Zahl zu reduzieren. Wo angel ich denn Weißer Thun? Irgendwann, wahrscheinlich in meiner 10. Staffel Stardew Valley, werde ich wissen, wo ich welchen Fisch finde. Bis dahin. No chance. Der Weiße Thun, Ozean, 6 bis 11 Uhr und 18 bis 2 Uhr. Okay. Das sind interessante Zeiten. Wir nehmen mal den hier an. Ich habe Bock zu angeln und meinen Angelskill noch hochzubekommen. Er ist auf 7. Den würde ich ganz gerne tatsächlich hochbekommen. Wir haben ja Hofer bei 10. Das hatte ich wieder ganz vergessen. Das müssen wir trotzdem nochmal machen. Und ich, wann komme ich denn in die Kanalisation? Was muss ich denn dafür machen, um in die Kanalisation zu kommen? Das habe ich vergessen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Was wollte ich jetzt noch machen? Hier stehen und den Fluss betrachten. Im fallenden Laub. Orangenes Laub liegt mir vor die Augen, zaubert die Welt in einen Bernsteinschein. Okay, genug Poesie. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Bestimmt hier cool stehen und schick aussehen. Aber das reicht manchmal nicht im Leben. Manchmal muss man noch mehr machen, als einfach nur gut auszusehen. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ach, schön wär's. Wir verkaufen in der Klinik auch ein wenig Medizin direkt am Schalter. Schau also ruhig vorbei, wenn du erschöpft bist. Ich weiß, dass die Hofarbeit ziemlich ermüdend ist. Betreibe es nicht. Harvey ist auch ein guter. Ich mag Harvey auch. Die Dates mit Harvey waren auch alle sehr cool. Seine Hobbys sind so... Harvey ist echt ein klasse Kerl. Vielleicht ein bisschen schüchtern, aber sehr anständig. Steine wollte ich sammeln. Ich weiß es wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich erinnere mich. Da redet man von langweiligen Dingen. Und einem fallen Steine ein. Stimmt überhaupt nicht, Harvey ist nicht langweilig. Wollte nur eine Überleitung bezaubern. Okay, am besten gehen wir, glaube ich, auf meinen Hof und suchen da nach Steinen. Gut, dass ich gestern schon Riesensteine gesammelt habe und wir jetzt sehr viel weniger Möglichkeiten haben, Steine zu finden. Direkt eine Geode gefunden. Steine, versteckt euch nicht. Ich suche euch. Und raus zu mir. Einmal Stein sein. Doch nicht klein sein. Einmal
Sein, sein. Mir fällt gerade kein Reim auf sein ein. Ist wahrscheinlich super easy. Hier sind noch Steine. Sein. Stein. Rein. Ein. Klein. Ein. 28. Ach krass. Da haben wir es ja schon gleich. Und dann gehen wir nochmal angeln. Ein Stein fehlt noch. Komm, den kriegen wir noch irgendwo. Stein! Besteck dich nicht. Hier. Easy. Direkt zu Robin. Das war doch Robin, oder? Sammeln Stein, rede mit Robin. Mach ich. Robin arbeitet doch bestimmt eh noch hier unten. Das ist ja ganz praktisch. Ey, sieht so aus, als hättest du nur, wonach ich gefragt habe. Steine, wundervoll. Gerne. Dich verkaufe ich. Nee, ich pack euch auch mal hier in die Kiste. Tür. Wo sind denn meine Brombeeren? Hier, warum habe ich euch denn... Ich habe so ein Durcheinander. Das darf man auch keinem erzählen. Wenn ihr euren Freunden von meinem Let's Play erzählt, sagt ihr immer bitte, was für ein krass, ordentlicher, organisierter YouTuber ich bin. Das wäre super nett, danke. Der Slurp, oh, von dem kann man sich einiges abgucken, wenn es um Ordnung, Disziplin, Kompetenz und Archivierung seiner Sachen geht. Ich denke, das genau so kann man das sagen. Das klingt sehr authentisch, echt. Und ist vor allem auch wahr. Huch, Abigail! Ich muss mir heute die Beine etwas vertreten und die frische Luft genießen. Ja, cool. Ich mache schon später auch noch. Also die Luft genießen. Noch ein Buch. Weg! Was für ein Müll hier drin liegt. Wie viele Köder haben wir denn noch? 70. Das reicht erstmal. Okay, hier können wir sogar schon angeln. Sogar schief geworfen. So ein guter Tipp von euch. Das kriegen wir nicht hin. Zack. Habe ich es getroffen? Ich glaube nicht. Warum finde ich denn hier kein... Nein! Ich muss erst werfen und dann die Pfeiltasten drücken. Weißer Thun. Wie viel brauche ich? Stein haben wir, danke. 10. Was ist denn hier für ein Müll in diesem Ozean? Wie im echten Leben. Zeitung. So kurz. Wir angeln trotzdem. Ich brauche hier nicht mehr angeln gehen. Das ist Quatsch. Ich ziehe hier nur Müll raus. Hallo Willi. Keine Sorge, ich angel hier. Bestürmen wir uns nicht. Das ist ja genauso hier. Oh, wir können auch mal nach Seeigeln und Korallen gucken da drüben. Ging auch immer ganz gut Geld. Ich krieg nur Müll. Du bist langsam erschöpft. Ja, mit meinen Nerven. Bald schaffe ich Sardelle. So, wir essen jetzt noch was. Lecker Sommerkürbis. Ein Sommerkürbis im Herbst schmeckt doch irgendwie immer noch mal besser. Eine kleine Erinnerung an die schönen Zeiten
des Sommers. Wenn die Sonne die Haut erwärmt und jeder Blick in Richtung blauen Himmel geht. Was jetzt aber ein Thunfisch, oder? Beziehungsweise der weiße Thun. Komm, ich will auch dich haben. Das ist bestimmt cool. Habe ich ein bisschen Angst, dass ich den Fisch nicht mehr bekomme. Oh, oh, das war ja fies. Komm her. Easy. Holz. Wir packen in diese Schatzkiste etwas Holz und schmeißen sie ins Wasser. Aber Captain, warum? Weil ich es befohlen habe. Mehr müsst ihr nicht wissen, ihr Narren. Okay, Captain. Irgendwann wird sich ein Angler darüber bestimmt sehr freuen. Und überhaupt nicht wundern. Oh, was bist du denn für einer? Komm her. Ja. Fisch, er zappelt an der Leine. Will er doch nicht ins reine Asche von Slurp. Was reimt sich denn auf Slurp? Ah. Nichts. Behaupte ich jetzt einfach mal. Slurp. Auf Englisch schon. Burp. Fällt mir spontan aber auch nur ein. Und sich noch. Keine Ahnung. Fällt kein deutsches Wort ein. Wir haben 23.20 Uhr. Ich glaube, wir angeln so bis um 12. 12, halb eins ist, glaube ich, gut. Sardelle. Ich freue mich auf den, auf die Räucherkammer, die man, war zu langsam. Ja, nee, wir gehen nach Hause. Auf diesen Räucherer, der wird, glaube ich, ganz cool. Aber ich habe jetzt immer noch kein Level abbekommen. Dieses Angeln zieht sich ja auch ein bisschen. Ja, wir gehen hier oben nach. Ich freue mich auf mein Pferd. Und ich freue mich auf den Bücherhändler. Oh, da hätte ich gucken können, wann er kommt. Jetzt ist es zu spät. Das wäre ganz cool. Weil jetzt haben wir genug Geld für dieses Buch, dass wir schneller laufen können. Und das hätte ich schon sehr gerne. Robin, du darfst auch mal ins Bett gehen. War ein langer Tag für dich. Und ich muss schlafen und brauchst nicht, dass jemand die ganze Zeit gegen die Wand meines Bettes hämmert. .394. Nice. Habe ich die Quest geschafft mit dem weißen Thun? Das hat es. Ah, das Haus ist fertig! Direkt ein Doppelbett bekommen. In Nadelstreifenoptik. Wie cool ist das denn? Und die Küche ist da. Tag. Ding. Oh, wie cool. Nein. Hier. Hier. Hier.
Kommt man da schon immer? Man schon immer die Kommode drehen? Das ist ja witzig. Sieht ganz cool aus. Ich glaube, das lasse ich so. Hä, ist das neu? Ich bin total verwirrt. Ach, schön. Nee. Ah, das sieht besser aus. Okay, und jetzt kommst du hier hin. Du kommst hier hin. Dich brauche ich. Schön. Wunderschön. Brauchen die noch ein Fenster oder sowas vielleicht? Hä? Das sieht ganz cool aus erstmal. Zack, zack, zack. Fällt mir gut. Schön. Dann können wir es nämlich. Perfekt. Das hier ist auch alles fertig. Nämlich einmal hier den Störleich reinmachen. Ich muss gerade nochmal gucken. Was können wir denn hier noch reinschmeißen? Schmeißen wir einfach wieder Brombeeren rein. Eiselbeeren. Wie viel Brombeer? 3. Was machen wir hier noch rein? Sternfrucht? Ne, die Sternfrucht können wir benutzen für den Samenmacher. Aber was? Hier Weizen vielleicht. Zack. Genug Äpfel. Perfekt. Wie viel fehlen uns noch? 6 Stück! Okay, müssen wir heute Abend nochmal ran, das darf ich nicht vergessen. Ihr müsst mich unbedingt daran erinnern, dass wir heute Abend nochmal angeln gehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob man es gleich besser sehen will, wenn ich gieße. Oh, hier sind irgendwelche Ansprüche von den... Ein Diamanten. Natürlich. Bescheiden. Natürlich kriegt ihr Diamanten. Ich weiß nicht, wofür Fische Diamanten brauchen. Ich weiß nicht mal, wofür Menschen Diamanten brauchen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber klar, natürlich bringe ich euch einen Diamanten. Gar kein Problem. Aber wir könnten tatsächlich überlegen, ob wir nochmal zu Robin gehen. Oh, der Zug fährt durch Sterntotal. Ich bin jetzt schon quasi zu langsam. Man muss quasi direkt am Bahnhof stehen, habe ich immer das Gefühl. Bevor, damit man überhaupt die Chance hat, dass irgendwas runterfällt. Wir könnten direkt aber zu Robin gehen, um den Schuppen in Auftrag zu geben. Ich muss hier gerade mal schauen, dass ich die Fische unterbekomme. Wir sammeln jetzt einfach mal alle Fische. Damit wir genug haben für den Räucherer. Vielleicht ernte jetzt nochmal weiter. Und dann muss ich gleich mal auf meinen schlauen Zettel gucken, was wir alles brauchen an Materialien für den Schuppen. Jetzt können wir viel ernten. Wie cool ist das denn? Hier ist nochmal Brokkoli. Meine Weintraube. Haben wir alles? Ich glaube schon. Sieht gut aus. Ach, ich mag unser Feld. Das ist schön geworden. Schön, schlicht und simpel. Hier können wir doch auch mal was verkaufen. Wieso brauche ich denn so viel Mais? Brach er und bereute sofort, dass es verkauft hat. Nee, einmal hier rein. Die Muscheln schmeißen wir auch hier rein.
Ne, dich kann ich verkaufen. Hier habe ich schon goldene. Okay, super. Dann, verkaufen. Euch verkaufe ich alle. Rest sieht gut aus. Was machen wir denn mit den ganzen... Was ist denn mein... Du kommst dann auch mal hier rein. Okay, wir können auf jeden Fall gleich die Äpfel wegbringen. Ich habe eine Laterne. Wo habe ich die denn abgebaut? Die hat auf dem Tisch gestanden, nicht wahr? Und lass mir es auf dem Tisch stehen. Sieht doch cool aus. Okay, ich gehe mal gießen. Ich bin ja spät dran. Banane hat gerade keine Milch. Nee, natürlich nicht. Ich habe dich ja schon gemolken. Euch habe ich auch schon an Hallo gesagt. Zack, zack. Zack. Dann, verkaufen. Ich packe, glaube ich, einfach mal in den Kühlschrank, wenn ich dich jetzt über habe. Wir gießen noch schnell. Zucchini. Ich sehe es ja noch weniger jetzt. Kam ich denn auf die Idee, dass ich es jetzt besser sehen kann? Wie naiv. Der blinde Slurp. Er gießt den Weizen. Es könnte ihn im Leben noch weiter reizen. Der Boden nass. Der Himmel trocken. Er wird das schon irgendwie rocken. Ach, schön. Heute habe ich meine schlechte poetische Ader gefunden. Ist ja echt anstrengend. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Fehler gemacht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Wichtig ist bei Fehlern... Hier war ich. Hier. Wichtig bei Fehlern ist nur, dass man merkt, dass man welche getan hat. Nicht, dass man sie korrigiert. Ach, genau das ist das Wichtige bei Fehlern. Höre nicht meine Weisheiten, junger Mann. Okay, wir haben es gleich. Dann noch die unterste Reihe. Ich glaube, morgen müsste es dann schon fertig sein. Würde ich es ja ganz gern ein, zwei Tage genießen, weil ich glaube, das sieht echt cool aus. Und dann abernten. So, das haben wir gut gemacht. Wir gehen jetzt mal ins... Gemeinschaftszentrum. Ich packe erstmal das Ei in den Kühlschrank. Ach, ich bin schon wieder zu spät für Robin. Wir haben jetzt bis 16 Uhr auf dem Hof rumgemacht. Wie ärgerlich ist das denn? Ich wäre so gern zu Robin. Einfach, weil ich gern bei Robin bin. Und weil sie mir was bauen kann. 15.000 Gold, 300 Holz. Das hätten wir locker machen können. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Du kommst hier rein. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal ins Gemeinschaftszentrum. Ach, Mist. Na gut, machen wir in der nächsten Folge den Schuppen. Eilt ja nicht. Ich wollte eh kein Lager haben, weil ich ja super happy bin mit meinem Lagersystem. Offensichtlich. Ich muss eh mal schauen, wie wir das aufbauen. Ob ich es genauso mache wieder wie im alten Let's Play. Oder ob ich was Neues versuche und mich dadurch mega verwirre. Hast du die gestrige Folge von Tears gesehen? Schlurz, ich kann nicht glauben, dass Kyle und Amy sich getrennt haben. Amy? Amy. Amy, habe ich ein Geschenk für dich? Nein. Wie viele Herzen habe ich mit Lea eigentlich? 3. Und ich kann neue Geschenke verteilen. Das hätte ich vielleicht mal angehen sollen. War das hier mit dem Tierbedarf?
Nee, das war, glaube ich, das schwarze Brett. Genau, weil es nicht Tierbedarf ist, sondern weil es Mani ist. Butter. Bündel komplett. Heizgerät. Oh, perfekt. Da müssen wir nämlich noch eins kaufen. Das ist super. Wir hätten die ganze Zeit auch bei Clint unseren Mülleimer verbessern können. Bin ich jetzt auch zu spät? Ich bin auch zu spät für die Gioden. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder angeln. Nehmt euch mit. Aber wie ärgerlich. Der Tag war so ein bisschen... Ich war einfach sehr langsam. Ey, auf damit, ist ja eklig. Tut mir leid. Der Strand ist ein cooler Ort, Zeit zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Du musst ein bisschen unter die Sonne kommen, sonst bist du ganz bleich. Wie im echten Leben. Ich habe jetzt echt viel im Garten gearbeitet. Mittlerweile geht's. Ich bin gar nicht mehr so platt. Nur noch 2 von 10 plus. Nee, Quatsch, dann wäre ich ja super braun, wenn ich schon 2 von 10 plus wäre. Ich bin 2 von 10 gebräunt, muss ich sagen. Ah, cool, hier sind auch neue Sachen. Zack, zack, zack. Venusmuschel, Miesmuschel. Da können wir auch direkt mal neue Sachen reinmachen. Wir haben gar nicht mehr so viele Köder. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir holen hier noch die... Noch ein Buch! Was ist denn hier los? Hier können wir mal ernten. Die klassische Korallenernte. Findet oft im Herbst statt. Ein Slurp, dich daran erinnert, dass es hier auch Sachen zu entdecken gibt. Heute begleiten wir ihn auf seiner Erntetour. Komm her, Fisch. Slurp ist ein begnadeter Angler. Manchmal entkommen ihm die Fische, aber dann sagt er immer, das war Absicht. Wir glauben ihm das einfach mal. Weil Slurp so vertrauensselig ist. Er hat gesagt, wir können ihm vertrauen, also wird es wohl stimmen. Der Wind, der bläst mir um die Ohren. Und ich frage mich, wo wird die Luft denn geboren? Kommt sie aus dem Himmelreich? Wenn ja, was warst du denn für einer? War bestimmt so eine Superseegurke. Wenn ja, werden meine Beine weich. Ich hätte einfach aufhören sollen mit dem Reim. Einfach, manchmal muss man einfach aufhören. Dun, 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 dun. Nee, Seetang. In der Angel Slurp hat Seetang. Wird es für den Tag sein größter Fang? Ah, aber gar nicht so schlecht, glaube ich. Wie viel fehlt uns jetzt eigentlich noch? Irgendwie 1 oder 2 Thunfisch? Weißer Thun. Glaube ich. Aber doch noch mehr. Brauche mich nicht zu gucken. Drei Stück noch. Okay.
Wir angeln heute den weißen Thun. Was sollen wir auch anderes tun? Auch auf die Schnelle, an der Angel nur die Sardelle. Oh Gott, was ist denn heute los? ein verkleideter Dreher. Metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftschlangen sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißrate von Fischen. Stark! Wir müssen uns echt mal die bessere Angel auch holen. Guck, ich habe gar keine Köder mehr dran. Hab ich vergessen, wieder dran zu machen? Ja. Sehr gut gemacht, Slurp. An der Angel, Slurp vergisst die Köder. Deine Wangen aus Scham werden immer röter. Oh, komm, der war doch ganz okay. Heute ist Stardew Valley-Folge mit Slurp lyrische Ergüsse beim Angeln. Wir nennen die Disziplin poetisches Fische anbeißen. Poetisches Ködern. Köder die Fische mit Poesie. Okay, wir haben keine Energie mehr. Aber wir haben die Quest dabei erledigt. Das ist doch ein schönes Ende. Dann gehen wir einmal nach Hause, legen uns ins Bett. Und haben viel geschafft. Wir könnten noch die Heizung installieren. Kommt drauf an, wann wir zu Hause sind. Lala. Kein Platz mehr. Aber dann holen wir uns morgen noch was von Louis. Ah, nicht morgen, nächste Folge. Morgen ist wieder Sandrock dran. Wir können hier unten lang gehen, nochmal hier vorbeischauen. Nix. Nix. Das nächste Mal lese ich einfach Gedichte von echten Poeten vor und mische immer meine Poesie drunter und ihr müsst erraten, was von wem war. Oh, hier kommt der Diamant noch rein. Gerne. Wir packen einfach mal die Heizung hier rein, weil es jetzt näher ist. Sehr gut. Gute Nacht, Banana. Was ist denn mit dem ganzen Thunfisch? Alles essen. Boah, der Weg ins Bett ist mal so weit. Das kann gefährlich werden jetzt. Wenn wir echt spät nach Hause kommen, vielleicht stelle ich das Bett doch wieder in den anderen Raum. Mal gucken. Aber viel Kohle gemacht heute. Dafür, dass es quasi so ein Nebenbeitag war. Cool. Wir müssten noch ein paar Fässer machen, damit wir ein bisschen Bier brauen können im Winter. Aus dem ganzen Weizen, den wir haben. Aber kriegen wir alles hin. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr auch Spaß hattet, lasst mir doch ein Gefällt mir da. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, wie immer, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten, liebe Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt noch ein restliches, schönes Wochenende. Diesen letzten Sonntag. Und, was soll ich sagen? Ich weiß nicht mehr. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.